Okay, wir gehen rein. Wie viele Posts haben wir? 20 Posts. Okay, erster Post. Reddit. Dann, ey. Schaffen wir bis zum nächsten Reddit 2000 Member? Ey, 2000. Jeder, der noch nicht im Reddit ist. Ey, ihr müsst auch nichts posten. Aber wenn ihr irgendwas seht, was ass ist, bitte kocht seinen Arsch in den Replies. Danke. Das ist crazy. Kassiert das Geld ein, kaufiert paar Tangas. Guck mal, so. Ey, alle Muslime so, ne? Ich bin kein Moslem. Nur eine Seite von meiner Familie ist muslimisch, ne? Und ich sag ehrlich, ich bin nicht so der goated Typ, der sich so auskennt und so. Man soll ja nicht über andere Leute ihre Sünden urteilen, ne? Aber ist ja mal gelacht, bra? Na, zählt nicht, war nicht lock-in, zählt noch nicht. So. Shori ruft an, sie geht akan, kassiert das Geld. Digga, der Song im Hintergrund. Geld ein, kauft vier paar Tangas. Ey, wisst ihr, woran mich das erinnert? Kennt ihr Philly Muslims Chat? Ich muss jetzt was zeigen. Das ist, glaube ich, der wildest Song, in dem so Allahs Name fällt. Wo ist das? Assalamu alaikum, fall in love with a Muslim, turn me on, she say, alaikum salam. Ist das crazy zu sagen? It turned me on when she say, wa alaikum salam. Oh my god. Ah! Wie turned dich on? I love how you look in your hijab. Don't take this the wrong way. But you look so gorgeous when you are out in salam. See? You want a Grammy, a Kimar, but the Rickles on your feet. You look good with your friends. You look better with me. You see your body. Achte, was er jetzt spittet. You pull me out the face, called the eyes and the lips, but really it's your vibe for me. You told me all my doing, I can get on my D. I only smoke behind the lows, that would give. I only smoke. Nein. Ey, wilded. Er sagt, Assalamu alaikum, fell in love with a Muslima. Oh mein. Kopftuch, weil Crush, Moslem. Teilzeit. Chat, Definition Lacher. Ich muss laut lachen. Vorteile, Nachteile, egal. Hauptsache Teile. Oh, hell no. Ist das Pi? Das ist schon wieder so ein Post, den hättest du dir sparen können, Bro. You can only pick one. Erste Sache, was macht Travis da? Vergleich zu ihm und ihm sind das Bums. Die schütteln den Kaffeebecher. Die räumen bei meinem Getränke Hoffmann die Kisten ein. Disrespekte niemals. Aubrey, hier, okay? Drake, schlechteste von denen, 5 Minuten. Und dass Kendrick gewinnt? Was? Was hat Kendrick jemals gedroppt, das tough ist? Sag's mir. Hat Kendrick das hier gedroppt? Jet, hat er das hier gedroppt? Assalamu alaikum, fall in love with a Muslim, turn me on. Redet nicht! Bitte geh retiren, wenn du zwischen den vier Drake wählst. Kanye wäre sonst, aber wählst du Kendrick oder Travis? 14% Travis unverdient. Travis wäre auf korrekt 0. CDG Hairline. Matter of fact, das muss ich jetzt ansprechen. Heute in der Schule sprechen mich 3 Leute darauf an, wie groß doch meine Stirn aussieht im Stream. Bin ich finalisiert fried? Okay, Chat. Plus, ich setze mir jetzt noch eine Sache, wenn ich lache, diese Reddit, wenn ich lache, restliche Stream muss ich mit Haare backwards, mit Hairline. 1, 2, 3, 4, okay. Oh, ich sehe nicht aus wie irgend so ein Affe, Digga, und warum kann man das posten? Ist das okay, einfach zu posten? Was ist das denn? Ah! Warum singt der das Ende? Ah! Hat der Video irgendwas gemacht? Nein. Digga, ich hab ihn gebannt. Ey, wir sind mega so gesagt. Der hat mega. Okay, 6-5 für mich. Er hat mega gesagt, ugly ass. Hard A sogar. Ah. Historisch unlustig. Zwiebeldöner. Guck, okay, ich spitte jetzt, Chat. Ihr seid nicht erwünscht im erste Weltland, Deutschland, wenn ihr euren Döner ohne Tomaten bestellt. Heißes Wasser weg für euch. Ohne Zwiebeln, ab sofort Lehmhütte und Regenwasser für euch. Weil seid ihr dumm? Ich bestell sogar extra Zwiebeln. Immer! Ist mir doch egal, ob mein Breath stinkt. Cardi hat auch Mundgeruch. Ist das Aura? Ja, facts.
Plus, habt ihr noch nie was von Kaugummis gehört? Es geht weg. Fuck no. Bisschen rausspülen. Jeder Dönermann, den ich kenne, wird dich schlagen, wenn du das bestellst. Ekliger. Bitte nur Zwiebeln, Abi. Ich hab nicht gelacht, Chat. 22 Soul Prime. Ich klick diesen Link nicht mal. Das hat einfach null Upvote. Masturbationsverbot. Uns kam zu Ohren, dass Schüler vermehrt... Na, ich lese das nicht. Ey, einer joint drag. Wir brauchen Vorleser. Vorleser. Anna. Hallo? Hallo? Kannst du lesen? Ja. Taishi, warte. Ich mach kurz diese Discord-Übertragung an, warte. Okay. Kannst du sehen? Nein. Nein? Nein. Okay, warte. Ei. Jetzt? Okay. Was? Uns kam zu Ohren, dass Schüler vermehrt in den Waschräumen der Schulen masturbieren. Auf dem Schulgelände zu masturbieren ist strengstens untersagt. Die Röhre im Badezimmer sind nicht dafür gemacht, menschliche Entladungen abseits von Fäkalien und Urin zu entsorgen. Die extrem an Sperma haben sich angesammelt und die Rohre blockiert. Das Urinal im ersten Stock des B-Gebäudes läuft aufgrund dieser Extremmenge nicht mehr vernünftig. Pause. Das muss Cap sein. Wie kann das sein? Nein. Da ist ein Stamp drauf. Da ist eine Nummer drauf. Nein. Die extremen Mengen an Sperma. Oh mein. Was sind das für Gorillas? Wer nattet so viel in die Schulsink? Okay, les weiter. Okay, warte. Im ersten Stock des B-Gebäudes läuft aufgrund dieser extremen Menge nicht mehr vernünftig ab. Es wird mehrere hundert Euro kosten, diesen Schaden zu reparieren. Wer für diesen Schaden aufkommen muss, wird noch geklärt. Bitte masturbiert bei euch zu Hause. Die Schule ist nicht der passende Ort dafür. Pause. Ey, welcher Klempner muss den Jizz aus diesen Rohren clean? Ich sag ehrlich, Klempner klingt sonst wie so ein lustiger Beruf. So, kennt ihr noch dieses Mobile Game mit dieser Krokodil, wo ihr so die Rohre drehen musstet und so? So habe ich mir Klempner immer vorgestellt. Aber wo es an den Punkt kommt, du musst Jizz aus irgendeiner Schule raus clean, das so. Ey, du weißt, du hast falschen Beruf gewählt. Würdest du das machen? Okay, gut, tamam. Lies weiter. Falls weiterhin Spermareste im Badezimmer entdeckt werden, wird das gesammelt und analysiert, um herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Wer Informationen zum Täter hat, der soll sich unter einer folgenden Nummer melden. Danke. Bitte. Okay, schön. Also ich sag euch ehrlich, wenn das nicht fake ist, dann hat die Schule... Guck mal, natürlich sind es berufliche Schulen. Ich sag euch, diese Talons haben den Shit zugejackt. Obviously fake. Digga, behindert nicht. Das sieht aus wie ein echtes Schreiben, Bro. Player Hate. Normalste Schule aus Leonberg. Hat Jasper nicht gesagt, er tut das? Warum erwähnst du meinen Namen in solchen Angelegenheiten? Cap, ich hab das noch nie gesagt. Jen, hab ich jemals gesagt, ich jack's in der Schule? Guck mal. Wie kann man mein Miet studiert haben? Die war da so auf iPad. Nicht mal die Leute auf PC haben so schnell abgeschickt. Fuck no. Jasper Archive. That shit is tough. That shit is tough, though. Ey. We glowing jetzt. Okay? Warte, wir brauchen jetzt einen Vergleich. Einen heutigen Aura-Vergleich. Ey, Warte kurz. Ey. Nigga, horses don't stop. Ey, keep going. Hey, you can lose your life, but it's gonna keep going. Why not risk life when it's gonna keep going? In was für einer Zeitspanne, though? Lass mal überlegen. Ein Jahr, ne? Ein Jahr. Ist gute Growth, kann man geben. Ist calm. Dafür, dass Instagram nicht meine Hauptplattform ist. Guck mal. Und das ist, was ich meine. Guck mal, was ich für ein schöner Junge bin. Jay, muss ich die langen Haare zurückbringen? Guck mal, wie schön ich war. Ich sag ehrlich, das war Aura. Ich keep's ein Bug. Aura. Lass wachsen.
Guck mal, Shilan war erst Team nicht wachsen lassen. Jetzt auf einmal, wenn die meinen Pracht sieht, will die jetzt wieder, dass ich wachsen lasse. Guck mal, ihr müsst euch mal entscheiden. Manchmal so, manchmal so. Guck mal, was ein Volumen. Manche Chars wünschen sich. Ich habe Ice Spice geprägt, bevor es die gab. Das zählt fast schon als Throw. Ich schwöre, das ist ugly. Aber ihr müsst checken, damals, mein Swag war auch anders. So. Stell ich erstmal diese Haare vor. Na, ich sehe aus wie ein Stranger Things Charakter. Fuck no. Dann werde ich die Allegations nicht beaten. Ich sag ehrlich, das kann ich nicht rocken. Ich kann das nicht rocken. Bro hat Screenshots. Hab nur Story nur gescreenshot, weil ich Fit Tough gefunden hab. Cap. Guck mal, du bist auf seinem Meat. Immer wenn jemand Props gibt, irgendwer Meat Eater. Das ist kein OG-Screenshot, kleiner Bruder. Ey, das ist schon calm. Ich brauch mehr solche Posts. Solche Posts sind cool. Wenn ihr sowas habt, post das gerne. Thomas Gottschalk ass Frisur. Ey, fuck no. Club CCD Zuschauer. Motherfuckers with a broken iPhone 6 when they see someone with an Android. Ey, ich sag ey, ich bin froh, dass Android etabliert haben wieder bei mir. Ich geb's ein Bug, das ist wichtig. Oberflächlich sein ist Goated manchmal. Guck mal, Jungs. So. Ey, Jungs, ich hatte auch ein Android. Get your money up. Nah, the boys got me on everything. Of course we can fight or argue, but the boys won't judge me on my looks, my income, the way I act, and they certainly won't cheat. Strix 817 mit einem Euro. Guck mal, achtet, Jungs. Waren 20 Posts. Fake auf 20 Posts. Ich sag irgendwann Stopp. Das ist so dieser Diego Goosens. Erstmal, was ist das für ein Nachname? Was ist das für ein Osames Nachname? Goose Creek Killer, Digga. Achtet. Das macht so, das ist so wirklich Incel. Okay, wenn du so von der Chaya geplayed wurdest, okay, dann tamam. Aber dann musst du nicht anfangen mit dieser, meine Brüder würden niemals mich playen. Natürlich nicht, weil die wollen nicht dein Geld oder deinen Schwanz. Weil das war LG, Bro. Das war LG. So. Fuck no. Was zur Hölle ist Gyat Mix? Dein Arsch muss Rente gehen mit Gyat. TikTok Riz Party Post. Du musst retiren, wenn das dein Mix-Vorschlag ist. Damn, das ist crazy. Bestes Duo Deutschlands sind Young Pepsi und Zara. Kauft Young Pepsi von Zara viel? Wenn ich das wüsste, oder? Ich check das nicht. Was ist Zara? Zara die Chaya. Ach, ist das diese, die mit der er Song gemacht hat? Zara Rapperin. Ah, okay. Das ist jetzt aber ein Stretch. Digga, sag doch Young Pepsi und Big Bucks, wenn dann überhaupt. Auch wenn die, hatten die Falling Out? Ich weiß nicht mal, ich bin nicht so deep drin. Aber Zara? Fuck no! Young Pepsi wünschte, er wäre Bachelor. Damn. Young Pepsi hat Bachelor erschafft. Talon-Duden hat er aufgeschlagen für diesen Kommentar. Das heißt erschaffen, du Berg-Osmane. Der Eiri nennt sich Albaner mit Bahn-Emoji. Das ist einer zu viel. Na, das Facts, aber. So werde ich mein Kia K5 whippen, Chat. Ey, ich sag ehrlich so, mein Zweitwagen wird so eine Tranke-Limousine. Ich whip so ein Kia K5 mit so einem toughen Rap. Ist das erlaubt in Deutschland, so Raps zu haben? Safe, oder? Digga, Deutschland hat so tote Sachen. Was für Kia K5? Bist du broke? Also ein KFR ist tough. Das valid. Wie viel kostet der? Ich sag so 30.000? Mehr, safe mehr. Guck mal her. Guck mal, der sieht elegant aus, Jungs. Ihr checkt nicht, der shit tough. Ihr habt innen nicht mal gesehen. Gebt doch Preis, ja. Was denn mit euch? Immer diese Chinesen, die den Preis verstecken wollen. Guck mal hier. 20.000, sehr valid sogar. Ist halt Kia. Bro, Kia ist valid. Ihr seid am Player-Haten, Jungs. Achtet. Guckt euch das an. Das edel. Das valid. Nur German Cars. Ja, okay, so ein CLA auch valid. Guck mal, aber man muss ja auch im Budget denken. Vielleicht bin ich bis dahin ab, aber ich will auch, bis ich nicht richtig fahren kann, will ich kein teures Auto. Lohnt sich gar nicht. Für 20.000 behindert stabil, das sieht full luxuriös aus. Save das Auto deiner Eltern. Na, Bro, wir fahren so ein
SUV Hybrid. So ein hatte Opel Grandland. Wir fahren ist crazy. Ja, ich fahr da ja auch drin, hä? Na, er ist auch mein Miet. Reason Corniest Man spielt meine Map. Einfach oben bei der Lupe Reason eingeben. Bitte, bitte, bitte. Scheint, würdet ihr so für den Bag machen? Ich sag ehrlich, ey, wenn das dir mehr Geld bringt, I guess. Ich sag ehrlich, so, ich könnte trotzdem meine Aura nicht so krass traden, so, wisst ihr, was ich meine? Weil ich würde sagen, so, die Leute schätzen ja andere Dinge so wert, wisst ihr, was ich meine? Manche Leute finden wichtig, wie ihre Haare aussehen, ob dass die immer geschnitten sind. Manche Leute finden wichtig, was die für Gaming-Equipment haben. Und manche Leute legen halt auch Wert darauf, was die, womit die aus dem Haus gehen, so. Chat, ihr werdet mich nicht im Spielt meine Map-T-Shirt sehen. Obwohl, na, vielleicht, man kann sogar diese ironische Fit damit rocken. Reason, send me that shit. Jetzt, sofort, bitte. Er ist dieser Werbeschild-Flipper. Das T-Shirt hat Aura. Minus eins. Damn. Hölle. Er sieht aus wie der Motherfucker. Headass. Der Typ ist manchmal mein Chat, ne? Janis. Was? Ich war auch schon mal bei dem im Stream. Wie Bachelor aussieht? Gib mal ein Ice Age 4 Maulwurf. Bro, ich sag dir ernst. Ja, nein, das hat nicht gehittet. Ich sag ernst. Arbeite an sich selber. Ich glaub, er ist kühlt. Have shit. Bro streamt aus seiner Garage. Bro hat Fahrrad im Hintergrund. Na, ich sag ja, ich hab ihn auch schon mal gefried dafür. Irgendwo findet man das noch auf TikTok. Fuck. Bin ich der erste Talon mit Yeezy Foam Runner? Und damit Gang nach Canossa zurück in die Heimat, bitte. Bin ich der erste Talon mit Yeezy Foam Runner? Bin ich der erste Talon mit Yeezy Foam Runner? Warum hat er das nochmal gesagt? Foam Runner in dich rein. Neue Update von Talon. Hurensohn. Warum hat er den jetzt beleidigt, aber? Nein, komm Sparring. Leck Eier. Foam Runner so scheiße hässlich, Digga, fick diesen scheiß Schuh. Checkst den Film nicht. Foam Runner so scheiße hässlich. Oh, der kommentiert zweimal. Tschüss. Du bist doch der vom Pumping Monkey Video. Ja, ja. Oh nein, wie verirrt er sich bei mir? Würde dich gerne bannen. Komm Sparring. Mathe CD. SASCABCD. Bitte freuen die ihn. Bitte, bitte, bitte. Drogendealen ist Loki letzte Hoffnung. Haben das Thema auch. Das ernst okay im Vergleich zu den anderen. Okay, hat. Bro, niemand hat deinen akademischen Arsch gefragt. Das ist hier nicht A/Lehrer Schmidt. Hop off that. Niemand will das sehen, sorry, Bro. Pass lieber in Schule auf. Alles gut, hab guten Schnitt. Das ist gut, keep it going, Bro. Und sowas hasse ich zu sehen. Sowas hasse ich zu sehen. Die werden motivational. Fuck no. Bro, was laber ich? Ich hab zu viel Jizz im Gesicht, yo. Bro, was laber ich? Und letzten Stream will er alle snipen. Die schreiben Jörgert und so. Der soll sich mal fragen, von wo es kommt. Der farmt den Scheiß. Bachelor Baby hit it naughty, Bob. Oh nein. Ich hab Hülle, ihr Geld! Ich werde mit diesem Typen niemals in die USA fliegen. Bei Gott nicht. Ich werde genau nicht einen einzigen Urlaub mit denen hitten. Oh mein Gott. Ungrateful ass. Bro ist nicht dieser Montana Black. Dankeschön für die 300 Euro auf Casual sagen, ist crazy. Na, das muss fake sein. Das muss Ero fake mit sein. 300 Euro, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bro. Ich weiß, wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber ich will dich oben sehen, Real Talk, viel zu lustig. Allofee. Bro, Ero schreibt, das ist er nicht, aber danke schön für die 300 Euro. God damn, God. God damn!
Ich weiß nicht, was du willst von mir, aber wenn du denkst, wenn, dass du mir, wenn du mir 300 Euro spendest, so, dass ich mich jetzt so ausziehe und den Helikopter hätte, bro, shit, it's not gonna happen. Ihr versteht nicht. Wenn jemand irgendwie einen Zehner donatet und eine nette Nachricht hinschreibt und wenn jemand 300 Euro donatet, ey, wahrscheinlich, ich bin nicht Nike-Boy, der sagt, dass ich extra irgendeine Reaction fake, damit ich noch eine Donation mehr krieg. Fuck no. Ey, Shoutout, danke für die 300 Euro, so, aber so, weniger wäre auch okay gewesen. Plus, ihr checkt nicht, wenn ich 300 Euro gespendet krieg, man kann Donations immer zurückziehen. Deswegen raste ich da nicht aus, weil, ey, ist schon oft passiert, irgendwer donatet irgendwie so 50 Tacken oder so, allein schon 50, wisst ihr, und der zieht danach zurück, so. Deswegen, ich bedanke mich, aber es ist nie diese Finalisieren. Soll ich jetzt auf Knie gehen, als wärst du Messias, nur weil du mir 300 Euro spendest? Ey, ich küsse dein Herz, Bro. Das ist Support, der ist nicht selbstverständlich, aber das ist auch kein Support, den ich irgendwie verlange. Das machst du ja freiwillig, bra. Und wenn du das machst, weil du irgendeine Reaktion aus mir kriegen willst, dann ist das der falsche Grund. Wenn du das machst, weil du Liebe zeigen willst, richtig so, bra, dann, ey, ich küsse doch dein Herz, so. Die 300 Euro sind geblieben. Ey, Shoutout an denjenigen, der es gespendet hat. Ich küsse ernst dein Herz. Ja, Mann. Er tweakt für Lil Tweezy mehr als für seinen Panda bei Hall. Es ist ein Dragfest. Was erwartet der auch? Soll er Freudentanz machen? Ey, ich hab mich bedankt. So. Also, auch nicht, als wäre das so gewesen. Ja, danke für die 300 Euro. Fuck no. Leute, Dragon, you are ugly. Nein! Selbst der AI dragt mich, Bro. Das kann nicht echt sein. Wie kann der AI mich dragen? Jungs, wie kann das... Habt ihr das schon gemacht? Ey, für viele, die nicht wussten, diese 9 in Sheila 9 steht für 9%. Ihr Arsch hat den lowest score gehittet in der menschlichen Geschichte. Na, man muss Geld bezahlen. Man muss Geld bezahlen? Bro, bezahlt Geld für mich. Du haben Bora so ein iPhone 15 Ahlahlil! Diese Talons, es ist eine Pandemie. Bin ich guckt. 1, Ken, Homicide, Summer's Glock, 40, Benji. Das ist so die normalste Top 10 in der deutschen Jasper CD-Jugend jemals. Du bist nicht different, Bro. Du hättest das nicht mal posten müssen. Du hättest nicht mal posten müssen, Bro. Wahrscheinlich, wenn man dich sieht, kann man sogar sehen, dass das deine Top 10 ist. Will ich jetzt nicht freuen, das sind gute Rapper, ich höre die auch alle. Aber so, was denkst du, sind die Antworten? Ja, Bro, Ken ist so ass. Du bist nicht different. Jeder hört das. Opium Demon, du bist nicht mysteriös. Was erwartest du jetzt, was wir sagen? Ja, eben, hä? Oh, er postet QC-Picks! Dann auch von diesen ugly ass LV-Trainer. Er will steppen wie irgendein Profifußballer bei Dynamo Dresden. Bei Levanti. Ey, Miharas wurden auch gedragt von Profifußballern, ne? Jeder Profi hat sich Miharas gekauft. Oh mein Gott. Rein und gehen das einfach nochmal von vorne, Stück für Stück durch. Okay, wir sind angekommen bei den TikTok. Schrei CD. Hört ihr mich? Right up the stage! I'm an organ fan! Fucking on it, man! Das war schon sehr tough. Er hat meine Aura auch gespürt. Glaub mir, er hat mir so 20 Sekunden in die Augen geguckt. Ich bin gecreamed. Das ist verrückt. Shein.com, mach meinen Link, ich schick dir auch Nudes. Fuck no! Lol, took a screenshot. Für Shein Code? Fragezeichen. Wie billig? Hab schon gewonnen. Wie gewonnen? Oh my God. Das ist Bob. Das ist Guardians of the Bob. Bobalaxy. Sie ist da. Founding Bopper. Amount Bobmore. Ha. I needed some shit with some bop in. Let's go. Punch made Bob. Wirklich. Das ist crazy. Sie sagt Nudies? Für 700, für 300 Euro Shein-Guthaben. Was willst du bei Shein kaufen? Klamotten mit 80% Polyester, mit noch Schweißtropfen von irgendwelchen bangladeschischen Kills on it. Oh my God. Für so einen wack-ass Zweiteiler.
der nach einmal waschen Ass aussieht, weil so viele Flusen an dem Shit hängt. Ja, ist, was sie die hätte geglaubt. Crazy. Schreiben auch da einfach random Weiber an, oder wie? Geek. Locker, das war deine Mom, die neue Kleider brauchte. Was? Der Typ ist wirklich, der ist ein Menace. Dieser Imaginary Ad. Uff. Geh mal bitte von diesem Reddit. Bist du 11, dass du unnötig auf meine Mom gehst? Ich trinke Milch von deiner Mama. Wie bitte? Damals hast du endgültig den Vogel abgeschossen. Fertig für heute. Fertig. Fertig auch für die nächste Woche erstmal. Fuck no, bitte save diesen Reddit. Bitte join, bitte save diesen Reddit. Wir brauchen eine Reddit-Maut. Wir brauchen Einreisemaut. Und strikte Personenkontrollen, weil langsam reicht's. Wir brauchen Reddit-Miete. Okay, Reddit is okay, being here so slow, that's what she never came on me. I'll push straight when I do that shit, niggas know way better than calling me. I was on sex and knew that shit, and you still wanna cry, that's fine.